Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Live the Life. Heute spielen die Swift Current Broncos gegen unsere guten AIs. Und jeder hat das letzte Spiel verfolgt, nämlich Part 21. Da haben wir 3-1 gegen die Cal Reedman gewonnen. Und nach dem Spiel kam das komische Interview: Ja, wir haben noch Shootout verloren. Was sage ich dazu? Das ist mir im letzten Part gar nicht aufgefallen, aber nach Abschluss des Spiels wurde unser Spiel mit 3-4 als Niederlage gewertet. Und das ist sehr seltsam. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum, weshalb oder überhaupt. Fakt ist, wir haben laut dem Spiel mit 3-4 nach Shootout verloren. Ich kann es mir nicht erklären. Ihr habt es alle gesehen. Wir haben gewonnen. 3-1. Und dementsprechend geht es jetzt heute weiter und wir müssen versuchen, den Sieg zu kriegen im Credit Union Iplex bei den Swift Current Broncos. Unser Tor hat gezählt, 29 haben wir. Wir haben auch plus 2 dazugekriegt. Aber warum hat dieses Spiel als Shootout-Niederlage gewertet? Ich habe keine Ahnung, aber heute gehen wir natürlich wieder dran. Heute gehen wir natürlich wieder alles an. Mit Blattmann und seinen Mannen. Part 22, also Spieltag 22, der gute Eis. Und so langsam sollten wir uns mal wieder ranmachen, so eine kleine Siegesserie aufzubauen. Denn mit fast 25 gespielten Spielen ist dann schon mal so ein Viertel, knapp sogar ein Drittel der Saison schon wieder vorbei. Und wir wollen uns natürlich empfehlen. Und in erster Linie würde ich ganz gerne in die Playoffs kommen. Boah, hat der Check hier geführt. Vorsicht, Skapski. Diesmal kommt er dran. Diesmal kommt er dran, der alte Vogel. Und da gibt es einen Kandidaten, der immer wieder drunter schreibt unter die Videos. Wechsel doch mal den Torhüter. Ich habe schon dreimal drunter geschrieben. Es geht nicht im Live the Life. Und jetzt sage ich es nochmal. Also, wenn du das Video guckst, ich kann den Torhüter nicht wechseln, weil Live the Life Modus, ich bin nicht der Trainer. Ich habe es nicht in der Hand, wer den Torhüter stellt, sondern das wird alles bestimmt. Ich kann mich lediglich auf meine spielerische und auf meine familiäre Karriere konzentrieren. Und das war's auch. Und hier beinahe die Führung für unsere Eis. Bei den Checks sind wir ganz, ganz weit oben mit dabei. Aber das bringt halt alles nichts. Wir brauchen Punkte. Und Punkte erhält man durch Siege, Siege durch Tore und Tore durch Engagement. Und da fehlt es uns auf jeden Fall nicht. Und wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir dann vielleicht sogar mal in Führung gehen. So, ich biete mich mal links an. Aber die Scheibe kommt überall hin, nur nicht links, Freunde der Nacht. Jetzt vielleicht, aber zu arg auf den Typ. Schade, zu hart auf den Torhüter drauf. So kann es natürlich nichts werden. Hier im Lande des Kufensports. So, okay. Reinhard, Montgomery, die ABM-Reihe wieder am Start. Jetzt mit Dick. Oh, komm schon. Schade. Meine Herren, das war fast gut. Und ich muss raus, merke ich gerade mal. Ist links. Ich gehe direkt. So, 6,5 Minuten dann noch zu spielen. Der Trainer sagt, alles wunderbar. Tolle Schüsse. Und weiter so aufs Netz. Wenn jetzt natürlich das Tor noch wackelt, wäre optimal. Und Dirk. Ja, mit den Swift Current Broncos habe ich beim letzten Mal... Was? Ich bin schon wieder drin. Holy moly. Mit den Swift Current Broncos habe ich beim letzten Mal, als ich Beer Pro gespielt habe, gespielt. Da gab es doch keinen Lift Alive. Das war bei NHL 13. Und ja, ich finde die eigentlich ganz gut. Und vielleicht wäre es auf jeden Fall besser gewesen, woanders zu starten und nicht bei den Kutener Eis, denn wie man sieht, oh, heftiger Check erneut von Blattmann. Links geht er, der war ein bisschen weiter vorne, deshalb das Abspiel. Komm schon, ah, schade. Und ich muss wieder raus. Und ja, der Torhüter ist das einzige Manko an der Mannschaft in Kutener. Mir gefällt das Logo wunderbar. Die Spieler, wir sind mittlerweile so ein bisschen zusammengewachsen zu einem Team, aber ja, der Torhüter, der ist einfach kein Rückhalt im Team und selbst bei einer 2-0-Führung haben wir es schon erlebt. Wir verlieren noch mit 3-2. Jetzt allerdings 0-0 nach den ersten 20 Minuten. Bleibt unbedingt dran, wir sehen uns gleich zurück zum Mittelabschnitt.
Und in der Wiederholung haben wir es gerade eben gesehen. Heftige Checks seitens der guten Eis. Das können wir. Aber wir müssen punkten. Ganz, ganz dringend. Vielleicht wird es jetzt im zweiten Drittel besser. Uli gewinnt, Kutenai, da ist Blattmann gleich wieder an der Scheibe, legt ab auf Moose, abgefälscht, Montgomery, nein, das gibt's doch nicht. Pfostenschuss, wahnsinnige Aktion. Nein, die Riesenmöglichkeit für Kutenai, früh in diesem Mittelabschnitt in Führung zu gehen. Oh, 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 kommt drüber, der Ding. Ah, schade. Hetherington, jetzt der Konter vielleicht für die Swift Current Broncos. Und es darf nicht wahr sein. Uns ist hier kein Glück gegönnt. Jetzt vielleicht Blattmann mit dem Gewaltschuss und da ist es. Was für ein glückliches Ding. Ich glaube, da war der Verteidiger noch dran. Der hat das unhaltbar für den Keeper abgefälscht. Das sah mir so ein bisschen komisch aus. Nö. Von dieser Einstellung war es nicht so, vielleicht von der. Nee, der hat es tatsächlich nicht abgefälscht. Er war halb hoch in die Ecke. Und LeBeau hat ihn nicht gehalten. Und Blattmann mit dem Treffer, also 1:0 für Kutenai. Ihr wisst, ihr hört es vielleicht raus. Oh, harter Check. Ich kann es selber nicht so fassen, weil es sah für mich so aus, als hätte der Verteidiger da einen nicht unerheblichen Anteil gehabt. Und nach vorne geht's, nach vorne geht's. Komm schon. Jawohl, ja. Jetzt vielleicht. Oh, voll auf den Helm. Martin auf Moser. So, und jetzt mit zurückkommen, Freundchen. 1:0 Führung für Kutenai. Oh, oh. Aber die Swift Current Broncos sind deshalb noch nicht abgeschrieben. Harter Check wieder von Blattmann. Der zeigt heute hier Präsenz auf dem Eis und das ist ganz gut. Das müssen wir natürlich sehen und das brauchen wir auch. Jawohl, ja. Komm schon. Ah, schade. Ja, halt mich noch fest. Gibt eh keine Strafe für dich, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, ich muss raus. Da konnten wir den Check... Was war jetzt? Puck ist raus, ne? Boah, ich habe gedacht, schon wieder Gegentor. Alexander Blattmann. Hit number one. Hit number two. And hit number three. Richtig deftig heute wieder. Von der Nummer 13, der Eis. Und das wollen die Leute sehen. Er trifft, er checkt. Er ist der Held der Mannschaft aktuell. Montgomery, sehr schöner Pass. Wo bringt Montgomery die Scheibe hin? Blattmann, da riecht er den 2:0-Treffer. Aber schade, es hat nicht sollen sein. Aufpassen. Jawohl. Da übernimmt er die Scheibe. Der Reinhardt. Schade. Kann ich nicht dran. Ich muss raus, sehe ich gerade. 3 Minuten noch in diesem Turn. Und wieder der nächste Check von Blattmann. Jetzt Reinhardt. Jetzt kann ich nicht raus. Jetzt kann ich nicht raus. 2 auf 2, wenn es schnell geht. Und Blattmann links vorbei. Schade. Ging leider kein Nachschuss mehr. Aber es ist in Ordnung. Und der Schuss. Oh, nö. 1:19 vor Ende des Mittelabschnittes. Ausgleich durch Justin Sbagrud für die Swift Current Broncos. Den Treffer erzielt und wieder lasch von Skupski die Leistung. Auch wenn es die Stockhand war, er stand sehr ungünstig, wie wir jetzt hier sehen. Boah, das macht so schwierig, Freunde. Das macht die Sache nicht einfacher. Aber dennoch weiterkämpfen. Diese Saison. Wow, 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 wow. Und fällt erstmal das erste Tor bei Skupski. Dann wird er ganz, ganz hibbelig. Und ich bin froh, dass es jetzt erstmal in die Drittelpause geht. Und wir sehen uns mit dem Stand von 1:1 im letzten Drittel wieder.
So, Freunde der Nacht, die letzten 20 Minuten stehen hier bevor. Und ich will diese zwei Punkte haben. Das heißt, wir müssen noch mindestens einen Treffer erzielen. Und ich gebe mein Bestes natürlich. Ich will hier den Sieg nach regulärer Spielzeit. Aber es ist halt immer so ein Zwiespalt, denn der Torhüter, der kann uns hier ganz, ganz schnell querschießen. Komm schon! Ah. Reinhard, ich stehe hier. Oh, sehr schön gemacht! Und er zeigt da, was er kann. Der Kerl mit der 13. Und Kutenai ohne Blattmann mit Sicherheit weit abgeschlagen. Da sind sie fit, ist, dass sie eigentlich so einen Keeper haben. Relativ erfolgreich noch. Aktuell. Was der Pass sollte, muss man sich hier auch mal fragen. Aber hier die Möglichkeit. Vorsicht, Vorsicht, Freundchen. Und die Scheibe gleich wieder freigeben. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren. 12,5 Minuten noch zu spielen in diesem letzten Drittel. Komm schon, gib mir die Scheibe. Wunderbar dran geblieben, der Blattmann. Ah, schade. Und es bietet sich aber keiner für den letzten Pass an. Meine Fresse, echt. Und noch 49 auf der Uhr. Unsere Leistungen A+, A+, A+. Oh, 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 Vorsicht, Freunde. Skapski hat die Scheibe und behält sie auch zum Bulli. Das ist immer ganz gefährlich hier mit Skapski, dem Keeper der Kutener Eis. Oh, hier nochmal die Möglichkeit für Blattmann, die erneute Führung für die Eis zu erzielen. Aber es hat nicht sollen sein. 8,5 Minuten haben wir noch Zeit. Oh, nö. Und da ist es. Wir reden von der Führung. Und die Swift Current Broncos, sie machen sie. Colby Cave, erster Treffer der Saison. Und der Führungstreffer für die Broncos. Und wie gesagt, zum Torhüter sage ich am besten gar nichts mehr. Es ist einfach nur deprimierend zu sehen. Ja, gehst du oder gehst du nicht, du Pfeife? Mann, ey! Holt der zum Schuss aus vor der blauen Linie? Landon Bow, der Keeper der Broncos. Und hier das Reinhardt mit der Riesenmöglichkeit. Die Chancen sind da, liebe Freunde. Nur die Tore bleiben aus und hinten wie ein Schweizer Käse unser Torhüter Montgomery. Los, dranbleiben, Freunde. Und das verstehe ich nicht. Da ist er schon am Puck. Und dann kann er ihn nicht behalten. Mann, 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 Mann. Komm schon, triff doch, triff doch. Boah, es ist so schwierig, echt. Es ist nicht zu glauben, liebe Freunde. Boah, Alter. 3,46 noch. Und dann ist auch dieses Spiel vorbei. Und momentan sieht es danach aus, als würden wir auch dieses verlieren. Wobei ich mich immer noch drüber aufregen könnte, warum zur Hölle das letzte Spiel mit 3:4 Niederlage gewertet wurde. Denn ihr habt es alle gesehen. Wir haben 3:1 geführt. Jawohl! Und da ist es doch! Ausgleich! 3 Minuten vor Ende. Und wieder mal ist es Blattmann. Wenn nicht er, wer dann? Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Zack. Und das ist natürlich ganz bitter für den Keeper hier. Über die Fanghand. Das tut immer besonders weh. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, hier doch noch zum Sieg zu kommen. Und ich bin guter Dinge, sollten
die anderen und auch der Keeper mitspielen. Komm schon, dranbleiben, Leute. Dirk. Wo ist er? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Okay, da hinten geht's ab. Montgomery, bleib dran. Ich komme. Kann ich nicht. Schade. Letzte Minute läuft. Geh mal mit in die Defensive. Schade. Weg damit. Boah, was machst du? Ich nehme ihn mit. Hey, was soll das denn? Komm schon. Bring die Scheibe mit dich. Ich muss raus. Okidoki, halbe Minute noch. Jetzt nur keine Scheiße bauen, Freunde. Boah, kommt schon. Da geht noch was. Ah, vielleicht komme ich noch mal rein, aber es wird knapp. Es sind nur noch 17 Sekunden zu spielen. Zu zweit gehen sie drauf. Der Schuss kommt und abgeblockt. Black mit dem Nachschuss. Vorsicht. Boah, ich krieg den Herzkasper hier. Wahnsinnig. Sie kommen hinter nicht mehr raus. Aber es ist durch. 2:2 nach 60 Minuten. Und wir gehen erneut in die Overtime. Und da haben wir eigentlich bislang gute Erinnerungen dran. Sodass wir hier durchaus gewinnen können. Und ich hoffe, das funktioniert auch, liebe Freunde des Kufensports. So, also gibt es nochmal 5-minütige Overtime obendrauf. Und ich hoffe, es wird ausreichen für uns, um hier den Sieg davon zu tragen. Mit nach Hause zu nehmen gegen die Broncos, die bislang einmal in Overtime waren und diese verloren haben. Dürfen sie gerne wieder machen heute, Dirk. Ah, wird natürlich von 2 angegangen und kommt, kann sich hier nicht durchsetzen. Boah, was macht ihr, ey? Wahnsinnig, Alter. Oh, nein, hey, komm, das gibt's doch nicht. Und da ist es verloren. Black macht den Siegtreffer für die Swift Current Broncos. So schnell in Overtime. Und unser Torhüter wieder die optimale Position gehabt. Nämlich nicht. Und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Es ist einfach zum Verzweifeln. Aber wir werden natürlich wieder weiter angreifen und hoffen, dass wir hier die Saison weiterhin gut zu Ende bringen. Um uns für die AHL respektive NHL zu empfehlen. Wir sehen uns gleich und schauen uns die Tabelle an. Bis dann. So, und das war das nächste Spiel, die Niederlage, obwohl wir keine Niederlage... Das ärgert mich so maßlos, dass dieses Spiel gegen die Calgary Hitmen mit 3:4 als Niederlage gewertet wurde. Wir haben 3:1 gewonnen. 8. Spiel in Folge laut Übersicht, dass wir verloren haben. Und das nächste Spiel gegen die Prince Albert Riders schauen wir auf die aktuelle Tabelle. Calgary vom Moose Jaw, die Swift Current Broncos auf 3. Dahinter die Medicine Hat Tigers, Edmonton auf 5, Kootenai auf 6. Wir haben einen Zähler dazu gekriegt, also dafür, dass wir 8 Spiele schon in Folge verloren haben, sind wir eigentlich noch relativ gut gestellt in der Liga. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir immer mal wieder einen Punkt noch ergattern konnten, beziehungsweise es nur 2 für einen Sieg gibt. Das macht natürlich eine Menge aus, 2 oder 3 für einen Sieg. Auf 8 die Red Deer Rebels, auf 9 die Prince Albert Riders, dahinter Lethbridge, Regina und die Brandon Reed Kings. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und feuert mich an, liebe Freunde. Es muss jetzt bald mal wieder klappen, hoffentlich im nächsten Spiel gegen die Prince Albert Riders. Bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.